Genau, ich glaube, ich kann schon mal von Seiten des LTC-Teams ja, Sie alle willkommen heißen und mich schon mal für meine eventuellen Audioprobleme entschuldigen. Habe ich gerade schon gehört, dass es etwas abgehackt ist. Ich freue mich aber sehr, dass wir hier 4 tolle Vorträge haben zum Thema Praxis der Partizipation, und wir wollen auch einfach gleich damit loslegen. Und genau, am Ende werden wir dann noch mal ein bisschen Zeit für Fragen haben und uns auch nochmal an den Thementischen versammeln. Aber ich würde direkt mal an Thorsten Utz und Robert Falkenstein übergeben für den ersten Vortrag. Vielen Dank und ein herzliches Willkommen von mir und Thorsten. Genau, wir haben eingereicht Notwendigkeiten und Barrieren der Studierendenvertretung und wollen da kurz einfach mal 5 Minuten drüber reden, so ein bisschen die Märchen umgespielen, ja, und von unserer Zeit von 2015 bis jetzt immerhin 2022, 7 Jahre, in denen wir sozusagen ablösend tätig waren. Also von 2015 bis 2019 ich und der Thorsten von, ich denke, 2018 bis heute. Genau, und wir würden jetzt einfach mal anfangen und so ein paar Stories eben erzählen, was so alles passieren kann, wenn man in der Studierendenvertretung tätig ist. Und zwar 2015, als das losging bei mir, da war unsere Studierendenvertretung in Coburg noch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, träge. Das war nicht wirklich bekannt in der breiten Hochschulöffentlichkeit. Und da gab es die schöne Situation, dass es eine Karrieremesse gab bei uns am Campus, und es war mit den Parkplätzen eh schon immer ziemlich knapp. Und der Career Service, dem war es auch nicht so schade, da einfach mal alle Parkplätze für die Studierenden zu sperren, was natürlich nicht so schön war, weil wir mussten ja auch irgendwo parken. Ja? In Oberfranken ist es leider noch nicht so bestellt mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und genau, so ging das eigentlich alles mal los. Seitdem haben wir uns immer unbeliebter gemacht an der Hochschule, aber es gab natürlich auch schöne Beispiele. Einerseits zum Beispiel in unserem Fakultätsrat, wir sind beide in der Fakultät Elektrotechnik zuzuordnen, ich in der Elektrotechnik, der Thorsten in der Informatik, damals im Bachelor, und die waren das auch noch nicht so gewohnt, ja, weil da war entweder nie voll besetzt, also wir an der Hochschule sind mit 2 Studierenden im Fakultätsrat voll besetzt, manchmal gab es einen, es gab auch stellenweise mal gar keinen, mit mir ging das danach los, dass wir auch mal zu zweit da vollständig sozusagen drin waren, und natürlich auch was ungewohnt, dass überhaupt mal irgendjemand was sagt in solchen Sitzungen, ne? Kennt man ja, Sitzungen, Gremium, 20 Professoren sitzen da rum, 2 Studis, möchte man sich nicht unbeliebt machen, die bewerten einen auch, und naja, mir war das aber eigentlich alles eher egal, und genau, so nahm das Unglück danach auch seinen Lauf, ne? Weil da gab es mal die schöne Situation, dass aus Studienzuschussgeldern, ja, so Gelder, wo explizit dafür eingestellt sind, dass es Studierenden besser geht während ihres Studiums, alles, was nicht Lehre ist, ne? Zum Beispiel Wasserspender oder sowas, damit man da halt ein bisschen Lebens- und Studiensqualität reinkriegt. Und ein Professor wollte damals seine Weiterbildung drüber bezahlen lassen. Ja, ich meine, für 5.000 Euro wollte er in der Gegend rumfahren und da eine Weiterbildung von finanzieren lassen. Und das ging auch jahrelang, weil eben keiner da mal aktiv widersprochen hat. Ich habe aktiv widersprochen, und das fand betreffender Professor gar nicht mal so lustig. Und nach einer 3-stündigen Diskussion wurde mir auch verschiedene Dinge an den Kopf geworfen. Und die schönste Satz in diesen Beitrag war, dass der Professor, der bei uns für die Finanzen zuständig ist in der Fakultät, danach seinen Kollegen erklärt hat, ey, hör mal zu, du hast in deinem großen Gehalt im Übrigen auch eine Weiterbildungspauschale enthalten. Also du wirst eigentlich schon bezahlt für Weiterbildungsfahren, du brauchst das gar nicht. Und genau, da sieht man aber auch, es kommt eben sehr drauf an, ne, mit wem man da gegenüber sitzt. Entweder sind das Menschen, Personen, die schon sich versperren in der Sache und einfach sowieso durchdrücken, dass sie in der Überzahl sitzen. Oder es sind halt auch Menschen, Professoren sind auch nur Menschen sozusagen, ja, die einen da auch gut durchleiten wollen, ne, die eben auch gut sagen wollen, was los ist. Genau, in dem Sinne würde ich mal an Thorsten übergeben, was der so zu erzählen hat. Ja, vielen Dank, Robert. Ich möchte da auch ein paar einzelne Themen rauspicken, die uns beschäftigt haben, immer mal wieder, und die, glaube ich, jeder Studierendenvertreter oder jede Studierendenvertreterin durchaus schon mal öfters mal gesehen hat. Gerade beim Thema Berufungen, das ich mir jetzt mal als erstes ausgesucht habe, merkt man relativ häufig, wie schwierig es ist, dort auch Einfluss zu nehmen und Partizipation zu nehmen. Der Fokus liegt gerade bei uns an der Hochschule häufig daran, irgendwelche langen Publikationslisten anzuschauen und zu gucken, ja, was hat er denn publiziert und können wir das auch alles verstehen, was derjenige geschrieben hat. Wesentlich weniger wichtig ist da dann aber die reine Lehre, wo es eigentlich den Studierenden am meisten trifft. Und da gerade merkt man mal wieder, wenn man nur mit einer Stimme in einem Gremium sitzt, wo sonst der restliche Stimmenkreis professoraler Ebene ist,
ist es relativ schwierig, da auch ein Gewicht zu haben. Ja, die Professorinnen und ProfessorInnen sind da immer wieder dabei, einfach zu überstimmen und zu gucken, dass sie die gleichen Leute, die sie eh schon da haben, dann gleich einfach nochmal weitermachen. Und ähnliche Situation ergibt sich auch bei dem Thema der Lehre. Evaluationen sollen an allen Hochschulen immer durchgeführt werden. Es gibt meistens irgendwelche Fragebögen, die da gemacht werden sollen und die da die Fragebögen auch erstellen sollen. Wir hatten die Situation, dass es an der Hochschule in Coburg einen neuen Fragebogen geben sollte, den die Studierendenvertretung auch mit ausgearbeitet hat, zusammen mit dem Team. Und als das Ganze dann in der finalen Entscheidungsrunde war, haben einfach einzelne Studiendekane gesagt, sie möchten das nicht haben, weil das passt ihnen überhaupt nicht in ihren Kram rein und sowieso, was fällt uns denn überhaupt, dass wir da einen neuen Fragebogen machen sollen. Auch hier sieht man wieder, dass Studierende an der Stelle eigentlich relativ wenig zu sagen haben und oft belächelt werden, was sie denn überhaupt glauben, da eine Ahnung zu haben. Eine ähnliche Situation hat sich ergeben. Wir haben einen neuen Standort, einen Außenstandort errichtet in Kronach. Als das Ganze bekannt geworden ist, war die Studierendenvertretung in Coburg relativ klar, entweder wir machen da mit oder es wird absolut katastrophal. Das heißt, wir haben zum damaligen Zeitpunkt einen offenen Brief an das Präsidium geschrieben, was natürlich einen riesengroßen Aufschrei verursacht hat, der dann auch durch die Medien gegangen ist. Die Telefone standen nicht mehr still. Mit der Presse gab es etliche Interviews und Zeitungsartikel, wo das Ganze dann nochmal aufgebauscht worden sind. Der Inhalt des Briefs war eigentlich nur sowas näher, dass es an dem Außenstandort auch Wohnraum, Verpflegung etc. geben muss. Und damals hat uns niemand geglaubt und jeder hat gesagt, das ist alles vollkommen übertrieben und das ist alles totaler Humbug, was wir da erzählen. Jetzt, 2-3 Jahre später, nachdem der Standort am Laufen ist, die ersten Studiengänge da sind, wer hätte es gedacht, genau diese Probleme, die wir damals angesprochen haben, also es ist kein Wohnraum da, es gibt keine Verpflegung, was sollen wir essen, was sollen wir am Abend überhaupt tun, es gibt keine Clubs, keine Kneipen und so weiter. All diese Probleme prasseln jetzt regenfallartig auf den Standort ein und es hätte durchaus vermieden werden können, wenn man auch auf die Studierenden ab und zu mal gehört hätte. In diesem Sinne, ja. Das waren unsere Upsi-Pupsis, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, vielen Dank euch und wir wären dann auch bereit für Fragen. Ups, kann man so. Ich heiße Roxane, ich studiere an der EUV in Frankfurt-Oder und ich werde euch kurz erzählen, was bei uns alles an der Universität falsch läuft, beziehungsweise warum es sich überhaupt gar nicht lohnt, an der Uni zu partizipieren. Also hier seht ihr kurz eine Folie zu mir. Ich mache gefühlt alles an der Uni, studiere Rechtswissenschaften, bin bei ELSA tätig. In diesem Jahr sitze ich in den Stupa. Ich war einmal in der Berufungskommission. Ich habe eine hochschulpolitische Gruppe gegründet und ich arbeite als P-Tutor. Im Großen und Ganzen ist das größte Problem, die wir an unserer Universität haben, die fehlende Partizipation in der Hochschulpolitik. Also hier seht ihr ein paar Zahlen. 7,7% ist unsere Wahlbeteiligung im Jahr 2019. Dann hatten wir 2 Corona-Jahre, das ist halt dann auf unter 3% gesunken. Und dieses Jahr durch die neu gegründete Gruppe Via Frankfurt hatten wir tatsächlich den Rekordstand gehabt von unseren Zahlen, 9,5%. Und nachdem ich mir alle Jahre und alle Jahrgänge in unserer Hochschulpartizipation angeguckt habe, habe ich bemerkt, dass es immer wieder dieselben Leute sind, beziehungsweise dieselben Listen, die sich bei uns an der Universität aufstellen. Das heißt, es sind meistens die Leute, die schon entweder sowieso in der Politik irgendwie tätig sind oder halt auch als Nachwuchspolitiker gelten. Einzelkandidaturen sind sehr bei uns an der Universität beliebt, allerdings bekommt man dort dadurch keine Stimme. Man kann wirklich als Einzelabgeordneter in die Hochschulgruppe reinkommen, beziehungsweise in unsere Stupa. Allerdings mit einer Stimme kann man nicht viel ändern. Und nach der Wahl kommt es eigentlich auch ziemlich oft vor, dass die Partizipation auch bei den gewählten Abgeordneten schwindelt. Dieses Mal haben wir auch das Problem in unserem Jahrgang, dass wir von 21 Abgeordneten meistens nur vielleicht die 11 zusammenkriegen und dadurch beschussfähig sind. Betrachtet man die Partizipation aber nicht nur im Bereich des politischen Auseinandersetzungen an der Universität, sondern auch in den Initiativen, die normalerweise als das Kernbereich bzw. als das Herz der Universität gelten sollten, so bemerkt man auch, dass hier gewisse Dinge fehlen. So zum Beispiel gibt es kaum eigentlich eine Unterstützung seitens der Universität. Meistens kriegt man 1000 Anträge, die man ausfüllen muss, die alle mit Fristen behaftet sind. Und versucht man, irgendwas Größeres zu organisieren, ist das zu 99% unmöglich, es sei denn, hat man Glück.
dann ist das größte Problem, das wir an unserer Universität haben, unsere universitäre Veranstaltungen, unabhängig von der Qualität, werden überhaupt nicht reinbezogen. Das heißt, wir können eigentlich machen, was wir wollen, also die Inis, aber am Ende des Tages zählen unsere Veranstaltungen gar nicht für unsere Studienprogramme. Was an anderen Universitäten wohl nicht der Fall ist, habe ich erfahren, allerdings, als ich mich mit anderen Unis in Austausch gesetzt habe. Das Lustige daran ist, auch wenn sich die Studierenden in unseren Initiativen engagieren, bekommen sie auch nur wenig dazu. Also eigentlich keine Wertschätzung. Das ist auch sehr lustig. Der Engagement an unserer Universität zählt kaum für die Stipendien, meistens. Und somit ist es eigentlich überhaupt nicht rentabel, sich zu engagieren an der Universität. Was ziemlich traurig ist, weil gerade die Universitäten leben davon, dass sich die Menschen engagieren. Natürlicherweise gibt es eine ganz kleine Lösung dafür. Und das ist halt die Partizipation durch die Zugehörigkeit. Also meiner Meinung nach, beziehungsweise der wissenschaftlichen Meinung nach, den ich folge, durch das Buch Das Relationship Education von Peter Fallon bzw. Leo M. Lambert, dort steht es einfach so viel, dass wenn man den Studierenden vermittelt, auf irgendwelche Art und Weise sie dazugehören, deren Lerneffekte besser werden. Dasselbe konnte man ja auch auf die Hochschulpolitik bzw. auf die Partizipation übergeben. Das heißt, man musste halt den Studierenden vermitteln, es lohnt sich zu partizipieren. Das gehört dazu. Man muss sich an der Uni eigentlich zeigen, man muss was an der Uni machen, weil gerade davon lebt ja die Universität. Die Universität ist ja nicht nur stur, ich gehe zu einer Lehrveranstaltung von Montag bis Freitag und am Ende des Tages habe ich nichts davon. Die Universität ist alles andere als das. Das sind die kleinen Initiativen, die sich zusammenstellen und neue Vorträge machen bzw. kritische Themen darstellen. Das ist die Hochschulpolitik, die gerade für die Studierenden da ist. Und gerade daran musste man arbeiten. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr dazu noch welche Fragen habt, stelle ich gerne zur Verfügung. Könnt ihr mich jetzt hören? Entschuldigt, alles klar. Perfekt, genau. Dann seht ihr ja schon meine Präsentation. Ich muss erst mal anfangen. Roxana, vielen Dank für deine Worte. Du sprachst mir aus dem Herzen. Ich glaube, ungefähr so geht es mir ähnlich in ganz vielen Belangen in diesem hochschulpolitischen Engagement. Und genau, ich versuche mich auch kurz zu halten und rede ein bisschen über die Motivation überhaupt zur ständigen Interessenvertretung und was uns eigentlich dazu bringt, die 10. hochschulinterne Ordnung viel lieber zu studieren als unser eigenes Studienfach. Und da ganz kurz zu mir, hier seht ihr meine Katzen, das ist ein Gulasch und Frikassee, die sind sich gern zur Vorstellung. Genau, ich bin Biene und ich sage ganz gern, dass ich Hochschulpolitik fast durchgespielt habe, in Sachsen zumindest, war im Fachschaftsrat, Fakultätsrat, im Studierendenrat, Senat und bin jetzt Sprecherin der KSS, das ist die Konferenz Sächsischer Studierendenschaften, also die Landesstudierendenvertretung und habe von Studienordnungen bis erst von Erstipartys bis zum Sächsischen Hochschulgesetz aktuell in sehr vielen Dingen mich schon ja versucht zu engagieren. Und unter anderem studiere ich soziale Arbeit und habe mich auch da ein bisschen damit auseinandergesetzt, was so die Motivation zur ständigen Interessenvertretung eigentlich ist. Und da bin ich auf ein ziemlich gutes Buch von Dibbelhofer gestoßen und möchte mit ein paar Zitaten hier anfangen. Warum studentische Partizipation wichtig ist, zum Beispiel, weil dieses Zitat sagt es eigentlich ganz gut aus. Als zahlenmäßig größte Statusgruppe sind wir ferner aufgefordert, aktiv an der Gestaltung und Verantwortung unserer universitären Welt teilzuhaben und uns hochschulpolitisch zu engagieren. Und das bietet Chancen, dass wir uns stärker als relevante, sozial relevante Gruppe wahrnehmen können und für unsere Basis lange einsetzen können, diese mitgestalten können. Genau das, was Roxana eben sagte, was in den vielen Belangen einfach zu wenig wahrgenommen wird. Was dann aber auch weiter folgte, ist, dass die studentische Mehrheit diesen Feldern keine Aufmerksamkeit widmet. Die meisten ist die Bereitschaft zur Mitwirkung nur bei 3-10%.
Und trotz dieser eher verhaltenen Hinwendung zu diesen hochschulpolitischen Angelegenheiten, dann distanzieren sich zwar Studis auf der einen Seite von der Hochschulpolitik, aber sie fordern sie auch ganz konkret ein. Das heißt, viele Studis an unseren Hochschulen, die wollen, dass es da engagierte Menschen gibt in einem Stura, in einem Fachschaftsrat, weil genau das sind die Personen, die für sie da sind, die die Hochschule gestalten. Was dann die eigene Wahrnehmung ist, ich habe teilweise eine Befragung gemacht zwischen Studierenden, die sich engagieren in Sachsen. Viele haben gemeint, dass die mangelnde Möglichkeit an Mitbestimmung, das frustriert. Wir müssen immer unsere studentischen Rechte einfordern und teilweise ist es immer wieder, dass es an Einzelpersonen hängt, dass immer wieder dieselben Personen in diesen Gremien aktiv sind, die sich einfach nicht unterkriegen lassen. Und das ist eigentlich ein starkes Problem. Um die mal kurz aufzuzählen, dass es wenig Wertschätzung gibt. Es gibt die direkten Einflussmöglichkeiten, die zu gering sind. Studierendenmitbestimmung ist nicht so sehr bekannt. Und die Sachverhalte, um die es geht, sind meist ein bisschen zu kompliziert. Und was es aber dringend braucht, sind engagierte Studis wirklich auf allen Ebenen. Es kann halt nicht nur alleine ein ASTA oder ein Stura, wie es in ostdeutschen Hochschulen heißt, ich glaube es ist ein Stura, sein, sondern es braucht das Engagement auf der Fakultätsebene im Detail, aber auch auf der Landes- und Bundesebene, um studentische Anliegen hochzuhalten. Und ich wollte noch mal ganz kurz einen Diskurs auf die verschiedenen Ebenen geben. Wie gesagt, ich war 2 Jahre im Fachschaftsrat und 2 Jahre in einem Stura und im Senat auf Hochschulebene aktiv und jetzt gerade in der Landespolitik. Und auf der Fakultätsebene ist es einfach so, da ist der Kontakt zu den Erstis, zu den Studis einfach viel direkter. Die Wirksamkeit ist viel klarer, weil wir können gemeinsame Anliegen voranbringen. Wir können Partys gestalten, wie sie uns gefallen. Das ist meist der Grund, warum in den Fachschaftsrat überhaupt sich aufgestellt wird. Und die Wertschätzung und Sichtbarkeit bei den Studis und den Profs ist in dem Fachschaftsrat auf Fakultätsebene ziemlich hoch. Auf der Hochschulebene sieht das schon wieder ziemlich schwierig aus, weil dort ist die Kritik größer und schneller angebracht, die dort genutzt wird. Und die Gesamtheit, aber was wir da so als Vorteile haben, ist, dass man die Hochschule eher gesamtheitlich auch ausgestalten kann. Und da ist es eher schwierig, welche Wirksamkeit wir da haben, weil man da schon bei den Profs viel Gegenwind bekommt. Und auf Landesebene ist es dann auch schon mal noch ein Tipp größer. Wir haben fast keine Einflussmöglichkeiten, so konkret schnell was zu ändern im Detail. Es ist viel, viel hochschwelliger. Alles, was man da tut, ist so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als Fokus. Die Wirksamkeit ist deutlich kleiner, weil Gesetzgebungsverfahren natürlich viel, viel schwieriger umzusetzen sind. Und dann nochmal auf die Frage, um da hinauszukommen, wieso das Ganze eigentlich? Das würde ich auf 3 Ebenen aufteilen. Der Status quo, also die Selbstverwirklichung, wir wollen den Status quo verändern, auf der Wirksamkeitsebene, auf der materiellen Ebene für eigene Vorteile tatsächlich auch und auch auf einer sozialen Ebene. Ich habe noch markiert, was so ein bisschen auffällig ist. Und da die Zeit auch zu Ende läuft, komme ich da jetzt eher doch nochmal zu einem Ende. Was es braucht für eine wirksame Hochschulpolitik und für ein wirksames Engagement, sind vor allem mehr Wertschätzung, was Roxana gerade erklärt hat, lobende Worte, lobende Erwähnungen, konkretere Mitbestimmungsmöglichkeiten, dass gesetzlich und auch in den Ordnungen umgesetzt wird, wie mehr Viertelparität in den Gremien und eine transparente Leitung, damit wir nachvollziehen können, was wie gestaltet wird, um auch wirklich einfach eine Motivation zu haben, uns einzubringen und dadurch die Hochschule natürlich voranzubringen. Genau, so viel zu mir. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet und es war nicht zu viel auf einmal, aber vielleicht dann auch Fragen im Nachgang noch. Ja, moin. Mein Name ist Annika Voss. Ich komme von der CAO Kiel und bis zum 31.08. war ich selber noch Studentin der CAU Kiel, war da auch in der Hochschulpolitik tätig, also Fachschaft, Fachschaftsrat, Senat, Studierendenparlament, all das ist mir geläufig, da war ich sehr aktiv dabei. Jetzt bin ich in der Verwaltung mit tätig und bin dafür da, ein Student Office zu gründen, ein Student Digital Office, um genauer zu sein. Und das ist auch das Thema meines Vortrags, ein partizipativer Prozess für ein partizipatives Projekt. Zunächst einmal die Frage, was ist eigentlich ein Student Digital Office? Das Ganze ist im Endeffekt
ein Büro von Studierenden für Studierende zum Thema Digitalisierung. Also angenommen, ich als Studentin habe eine Idee für ein Modul zum Thema Digitalisierung, für eine digitale Veranstaltung oder Fragen zum Datenschutz, dann kann ich mich an dieses Büro wenden und kann dort Hilfe bekommen. Genauso kann sich aber potenziell auch die Uni an dieses Office wenden, wenn zum Beispiel studentische Beteiligung für Prozesse gesucht ist, wenn irgendwie Fragen sind zur Digitalisierung oder auch die Uni eine Idee hat zum Thema Digitalisierung und Studierende. Das Office selber gibt an die Verwaltung diese Studierenden, leitet dort weiter, vermittelt zu Lehrenden, kann aber auch Workshops durchführen oder eben auch Meinung generieren in der Studierendenschaft, in Diskurs treten mit der Studierendenschaft. Genau. Soweit zum Office, was es überhaupt ist. Wir an der Uni Kiel möchten das bis 2024 gegründet haben, bis Ende 2024. Derzeit wissen wir eigentlich nur 5 Dinge. Und zwar erstens, dass Studierende sich dort als studentische Mitarbeiterin engagieren sollen, also auch entlohnt werden sollen für ihre Tätigkeit dort. Das ist nicht in allen Offices in Deutschland dieser Art der Fall. Außerdem soll das Office in einem engen Austausch mit allen Statusgruppen stehen, also Studierende, Verwaltung und Lehrende. Es soll einer Mitarbeiter in der CU als Ansprechperson zur Verfügung stehen. Die Uni Kiel wird das Ganze finanzieren und das Office soll tatsächlich auch eigene Büroräume auf dem Campus erhalten. Was wir noch nicht wissen, und das ist nicht abschließend, da kann noch mehr dazu kommen, ist zum Beispiel der Name. Also Student Digital Office ist erstmal nur ein Arbeitstitel, der kann sich noch ändern. Wir wissen nicht, welche Aktivitäten dort stattfinden sollen. Also sollen tatsächlich am Ende dort auch zum Beispiel Workshops durchgeführt werden, sollen vielleicht Tagungen besucht werden, sollen in Gremien mitgearbeitet werden. Außerdem wissen wir nicht, wie die Anbindung an die Verwaltung sein soll. Soll es eher ein unabhängiges Konstrukt werden, wie zum Beispiel der AStA? Soll es eine enge Einbindung geben? Da ist auch entscheidend, wie diese MitarbeiterInnen dort mitarbeiten, der Uni. Also im Endeffekt soll das zum Beispiel eine Person sein, die nur als Ansprechperson zur Verfügung steht. Soll diese Person auch richtig Input liefern? Genau, und wir wissen auch noch nicht bei den studentischen MitarbeiterInnen, wer setzt diese ein? Soll das zum Beispiel der AStA tun? Soll das die Uni-Verwaltung tun? Oder vielleicht eine gemeinsame Kommission? Und wir wissen auch noch nicht, welche Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Also soll das Office sich auch politisch äußern, zum Beispiel zur hybriden Lehre? Soll so etwas weiterhin beim AStA bleiben? Welche Kooperationen sollen durchgeführt werden? Sowas wissen wir eben noch nicht. Und das ist jetzt das Besondere, das soll in einem Prozess geklärt werden. Und dieser Prozess bei uns soll komplett partizipativ sein. Da das ganze Office für Studierende ist und von Studierenden, soll auch der Prozess studierendenorientiert sein. Das heißt, wir befinden uns gerade in der Gründung einer Prozessbegleitungsgruppe, die zu 100% außer ich aus Studierenden besteht. Und diese Studierenden entscheiden eben, wie der Prozess gestaltet wird. Ich gebe da Input und Ideen rein, wie wir diesen Prozess gestalten können, aber die Studierenden in dieser Gruppe dürfen jederzeit den Prozess ändern, dürfen sagen, nee, das möchten wir nicht, diese Idee finden wir nicht so gut. Dort vertreten ist zum Beispiel der AStA-Vorstand. Aus dieser Prozessbegleitungsgruppe heraus wird eine Kerngruppe gebildet, in der auch noch Mitglieder der Lehrenden und Verwaltung drin sind. Die sind eher für die inhaltlichen Fragen des Offices zuständig. Also wie soll das Office am Ende wirklich konzipiert sein? Aber auch dort sind eben die Studierenden vertreten durch die Prozessbegleitungsgruppe. Außerdem möchten wir Einzelinterviews führen mit Lehrenden und Mitgliedern der Verwaltung, die sich bisher in der digitalen Lehre auch hervorgetan haben, um einfach deren Perspektive auf diesen Prozess zu bekommen und auf dieses Digital Office. Hier auch wieder die Prozessbegleitungsgruppe entscheidet, wer interviewt wird. Also auch da, ich gebe Ideen, aber ob die nachher umgesetzt werden, entscheidet sich noch. Und nächstes Jahr sollen dann Workshops durchgeführt werden zu den Bedarfen und Wünschen an dieses Office. Also alles, was eben an offenen Fragen da war, soll in Workshops geklärt werden. Und diese Workshops sollen studierendenzentriert sein. Heißt, dass eben in der Mehrzahl dort Studierende befragt werden. Dann stellen wir das alles in den Gremien vor und hoffen, dass wir Ende 2024 dann das Office gründen können. Damit ist der Prozess natürlich noch nicht abgeschlossen. Das Ganze muss evaluiert werden, angepasst werden. Auch hier sind die Studierenden gefragt, mitzuarbeiten. Ziel ist es am Ende, dass wir nicht einfach ein Office haben, das übergestülpt wird, sondern dass die Studierenden von sich aus sagen, dass sie das Projekt toll finden und aktiv mitarbeiten, auch über 2024 noch hinaus, eben weil wir das bedarfsgerecht machen und partizipativ. Und damit danke ich auch schon für die Aufmerksamkeit und bin durch. Ja, vielen Dank schon mal an alle Speakerinnen. Da geht auch schon mein Timer los.
Wir hätten jetzt tatsächlich auch nur noch 4 Minuten für kurze Fragen oder Anmerkungen, vielleicht auch ja, Lob zu den Beiträgen. Sonst hatte ich schon mal in den Chat gepostet, gibt es noch den Thementisch genau zu diesem Talk. Der ist noch 15 Minuten jetzt nach dem Talk offen und da können Sie sich auch nochmal mit den Speakerinnen genau zu den Vorträgen austauschen. Genau, Sie können gerne im Chat schreiben, falls es noch Fragen gibt oder auch eine Broadcast-Anfrage stellen, wenn Sie direkt einen Tonbeitrag haben. Genau, sonst würde ich mich auch schon mal ganz herzlich bedanken für die inspirierenden Beiträge. Und genau, warte mal ab, ob es vielleicht direkte Nachfragen gibt. Ich würde vielleicht selbst eine kurze Anmerkung bringen. Ich fand es super spannend, die Vorträge auch von den anderen Studis soweit zu hören. Gerade was Roxana erzählt hat, ich bin immer wieder begeistert und auch von Thorsten und Robert, wie schlimm es ist einfach und wie schlimm der Stellenwert gerade ist um die studentische Mitbestimmung insgesamt, dass es an allen Hochschulen soweit ist. Also ich habe versucht, meinen Rektor abzuwählen, bin nur ganz knapp daran gescheitert, mal vor einem Jahr, dass es einfach nicht gesehen wird, aber wissenschaftlich auf der einen Seite erhoben ist, dass studentische Partizipation die Hochschulentwicklung voranbringt und wir das alle erzählen und das eben nicht umgesetzt wird. Deswegen fand ich auch das Projekt von Annika super spannend und bin super gespannt, was dabei rauskommt. Kann man das irgendwo verfolgen, einfach über die CAU weiterhin? Oder? Also ich stehe, wie gesagt, noch, ich bin da seit 1.9. bin ich erst dabei. Plan ist aber, dass wir auf unserer Homepage, also dort von unserem Referat, wo ich zuständig bin, möchte ich auch eine Unterabteilung machen für das Projekt, dass man das verfolgen kann. Und wir protokollieren, also ich werde auch jede Sitzung protokollieren und so, dass man alles nachverfolgen kann, wie der Prozess läuft. Genau. Und ich denke, ich werde es noch häufiger vorstellen. Und wenn es gut ist, werde ich es auch erst recht vorstellen. Ja, nice. Ich weiß, vielleicht kann es so ein Pilotprojekt sein, dass da mehr, einfach mal mit angesehen wird, wie viel das eigentlich auch bringt und wie viel Studis da eigentlich noch empowered werden müssten. Ja, ich habe auch im Prozess des, wenn ich gerade dabei bin, im Prozess des der Literaturrecherche und Recherche mit anderen Leuten, die sowas tun, in der Art, erfahren, dass das wichtig ist, wenn die Uni das anerkennt, diese Partizipation, dann ist die Partizipation auch viel höher. Also wenn die Uni zeigt, wir mögen euer Engagement und das auch nicht nur von irgendeiner Mitarbeiterin, sondern gerne am liebsten auch vom Präsidium der Uni oder so, dann machen Studierende da auch generell längerfristig mit. So. Nice. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Vielleicht schlage ich das auch mal an den sächsischen Hochschulen vor.